Mein Name ist Jörg Mons, bin Brandoberinspektor von der Feuerwehr Hennef und bin hier als B-Dienst der Feuerwehr Hennef und vertrete den Leiter der Feuerwehr. Eintreffen hier vor Ort war das wochenendhausähnlich gebaute Gebäude im Vollbrand. Eine neben dem Gebäude herabhängende Starkstromleitung mit 400 Volt, die noch stromführend war, blitzt in einem, naja, schön würde ich sagen, in einem hellen Lichtball. Deswegen konnten die ersten Löschmaßnahmen erst verzögert durchgeführt werden, mit einer Abschaltung durch das RWE aber massiv in Angriff genommen worden. Aufgrund der geringen Löschwasserversorgung hier im Ort wurde der Tankwagen vom Löschzug-Uckerath hier eingebunden, sodass wir ausreichend Löschwasser die ganze Zeit zur Verfügung haben. Wie sieht's aus? Kann das Gebäude gehalten werden oder eher nicht? Nein, das Gebäude ist ein Totalschaden und wird abgerissen werden müssen. Alleine schon durch die Menge der abgebrannten Holzteile. Ist die Standsicherheit nicht mehr gegeben. Das heißt, mit welchen Einheiten und wie vielen Kräften waren die dann circa vor Ort? Wir waren mit 45 Kräften vor Ort mit dem Löschzug-Uckerath, die Löschgruppe Stadt Blankenberg. Von Hennef die Drehleiter und der Einsatzleitwagen waren vor Ort und der Führungsdienst mit meiner Person und der Leiter der Feuerwehr ist auch nochmal